jetzt zum Schuss gekommen von der blauen Linie. Norman Hauner hält die Scheibe. Die Fans sind da, ohne Frage. Die Ravensburger unterstützen auch während dieser Durststrecke ihr Team. Und da ist der Schuss im Powerplay und er schlägt ein. Powerplay-Tor und 1-0-Führung. Das sind gleich zwei Häkchen, die Toni Grinner auf der Bank dagegen übermachen wird. Eingeleitet wurde die Situation durch Sören Sturm von der blauen Linie aus und dann vom Bullikreis aus links unten. Jetzt die Powerplay-Formation aufgestellt hat. Direktor! Der schlägt ein wie eine Granate mit seinem zweiten Tor. Der Neuzugang der Ravensburger Stars. 25-jährige Kanadier. Macht hier gleich sein zweites Tor und es ist wieder ein Powerplay-Treffer, glaube ich. Da war. Ja, da kann. Stefan saß noch auf der Strafbank. Zweites Powerplay-Tor, 2-0-Führung für die Ravensburg Tower Stars. Allerdings etwas zu weit vorne, kam bei Brandl nicht an. Jared lässt liegen für Pistilli, hinten kommt Keusen, Tor. Von hinten kommt Joel Keusen, wenn ich es richtig gesehen habe, und macht das den 1:2 Anschlusstreffer. Tor für Frankfurt, war es Keusen oder, ja, ich sehe die 57, ja, Joel Keusen, macht das 1:2, der da abgezogen hat, aber Powerplay-Formation hat sich schon wieder aufgestellt. Stretch, Langmann kann die Scheibe nicht unter Kontrolle bringen. 2:2. Powerplay-Tor für Frankfurt. Der Ausgleich. Noch in diesem zweiten Drittel. Und die Strafzeit dadurch natürlich von der Uhr. Da geht Hans Ditsch sofort nochmal zum Hauptschiedsrichter hin und sagt ihm da, wie er die Situation gesehen hat. Scheibe wieder Richtung Plexiglas, hat das Netz nicht berührt. Noch 13 Sekunden. Angriff für Frankfurt. Lukas Laub. Keusen rutscht durch. Und das war's. Es gibt die Verlängerung. Overtime in Ravensburg. Erstmal Punkteteilung nach 0-2 hatte man da bei Ravensburg. Allerdings gegen eine Frankfurter Mannschaft, die natürlich Bulli-Duell zur Verlängerung gewinnt Ravensburg. Wir sehen Keller. Greg Jäger spielt mit, bringt den Puck auf Isigang. Pistilli und Dronja, das ist die Reihe für Frankfurt. Strafzeit angezeigt und Tor für Frankfurt. Es hat nicht lange gedauert, nur 19 Sekunden. Frankfurt gewinnt dieses Spiel in Overtime. Der erste Angriff, Pistilli. Liesigang und Tronja bezwingen die Ravensburg Tower Stars. Am Ende heißt 2:3 aus Sicht der Ravensburg Tower Stars. Circa 15 Minuten, dann gibt es die Pressekonferenz noch live bei SPLTV. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.